Jo Leute, hab ich die Ehre, wir sind wieder da mit 8% Spielfortschritt. Das ist schon mal was, ja? Für das, dass wir heftig spielen. Achtung, wir werden hier ausnahmsweise die Charaktere tauschen, denn ich kenne ein Geheimnis, was ich ihm zeigen möchte. Das ist sehr, sehr schwer zu erreichen und auch ganz gemein zu bekommen. Ich weiß gerade nicht, warum die so lange zum Laden brauchen. Okay. Ich kann Pit hier tatsächlich noch etwas spielen. Die Dinger sind nicht so schwer zu besiegen. Die machen auch nicht so viel. Oh, pass auf die Hühner auf. Wenn die dich mit dem Hintern treffen, war's das. Ja, genau so. Yep. Die Dinger sind fies. Wieso wirst du da... Man kann sie allerdings... Achtung! Oh, kann ich kicken. Nicht berühren. Was machst du? Wir müssen doch... Ich würde oben vorbeigehen, weil da die ZD ist. Die möchte ich schon versuchen, Eier zu bekommen. Vorsicht, lass ihn raus. Ich weiß nämlich, dass da dieses komische Ding ist. Also, du merkst schon, ich kenne mich sehr gut. Achtung, Achtung, nicht. Okay, ich lasse dich vorgehen. Ich kann dir sagen, was da kommt. Da kommt die Wand. Da kommt die Wand. Achtung, nein, noch nicht. Transportier den Scheiß doch einmal her. Also, jetzt verstehst du vielleicht, wie ich versuche zu spielen, wenn ich mit dir Ultimate spiele, weil ich bin eingefleischter Brawl-Spieler. Ja, das stimmt, das ist schon ein riesen Unterschied. Nimm das mal mit, das brauchen wir nämlich gleich. Ich komm schon nach. Na, natürlich genau dann. Hast du gesehen, dass die Kamera kurz nach oben mitgegangen ist? Ja, weil es da oben ist. Ja, Wandsprung geht. Ja, aber nicht lang genug. Oh. Oh, ich bin oben. Geh durch die Tür. Ich kann nicht durch die Tür gehen. Okay. Das ist jetzt blöd. Ich versuch den Typen. Nein. Okay, das wird automatisch. Ich verstehe sowieso nicht, wieso ich so schnell wieder runterfalle. Oh. Ich hab Blickfisch gelesen. Okay, nein. Okay. 1, 2, 3. Okay, es geht sich wirklich. Ein paar Millimeter nicht aus. Also offensichtlich, ich war aber der festen Überzeugung. Vielleicht darfst du nicht die ganze Zeit draufhängen, sonst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mit Pit geht. Wenn ich nur durch die Tür gehe. Was natürlich noch gehen würde. Ey, das war jetzt aber eine Frechheit! Warte. So. Er sollte mich dort nach oben prügeln. Ach so. Jetzt können wir es, glaube ich, nicht mehr erreichen. Warum wir? Jetzt hast du mich runtergeschmissen. Ich verstehe sowieso nicht, wieso er so niedrig springt. Das ist was.
Ja. Das ist so wichtig. Muss ich aufpassen. Ja, eigentlich schon. Kann ich nicht eigentlich auch? Nö. Ich kann nicht nach zu dir. Nein, ich doch nicht. Dann probier mal. Hab ich schon. Das ist bei mir, glaube ich, der Fotoknopf, oder? Ja. Naja, gut, dann müssen wir es halt, dann muss ich es halt mit Mario nachmachen. Borbosa. Achtung, da kommen Gegner. Du rechts, okay. Ich links. Ja. The game over. Haha. Haha, ha, jetzt hast du Bogen und deine Schusswaffe. Das Problem ist halt, das ist nicht das Letzte. Ja, und das stört mich so, dass die durch die Plattformen durch können, aber... Ich kann halt leider nichts tun, ich muss mich konzentrieren, deshalb kann ich auch nicht so viel labern. Ja. Also, wenn du tot bist, dann probierst du meine Leute zu unterhalten. Okay, gut. Also, ja, hast recht. Es ist gar nicht so leicht. Lass muss in der Stille verharren. Ich meine, es sieht vielleicht leicht aus, dass man es vielleicht, ja, ich hätte es im Schlaf geschafft, aber ne. Mach das mal. Und ich glaube, man bemerkt jetzt auch schon langsam den Unterschied zwischen Ultimate und Brawl. Also, ich glaube, man versteht schon langsam, wieso ich bei Ultimate verkacke. Ja, sie haben ganz andere Spielmechaniken teilweise. Ja, und vor allem die... Es fühlt sich halt anders an. Und wenn man das, so wie du gewohnt ist, das ist das nächste. Die Gegner nehmen absolut keine Rücksicht, wo du gerade im Spiel bist. Toll. Und das Spiel halt auch nicht. Also, ich meine, gegen die Feuerprimiten habe ich es ganz gut geschafft, meines Wissens nach. Was ich halt absolut nicht eins ist, die Schleuderkraft und den Feuerbällen. Aber ja, das muss man halt auch einfach mal akzeptieren. Oh, und das ist gut, wenn das hier liegt, denn... Das können wir rund um die Stage schicken. Genau. Und damit die lästigen Elektro-Dinger ausschalten. Die Dinger funktionieren perfekt. Baseballschläger. Wir haben ja gar nicht brauchen. Hätte ich das vorher gehabt, hätte ich es vielleicht sogar noch gewonnen, denn das ist, glaube ich, der letzte Kampf. Den Baseballschläger will ich mitnehmen. Jupp. Wow. Nimm den Zauberstab. Komm, noch ein Kampf. Mhm. Überall im Master konzentriert. Ja, das ist halt. Oh, Franklin Badge könnte sogar hilfreich sein.
Eine Tasse Kaffee. Ah, das, ja, ich bin ja so ein Kaffeesüchtling. Ja. Gleich die ganze Tasse mit. Also so 4 Kaffee am Tag, Standard. Mann, der hat Flügel, flieg ihm doch hinterher. Ich glaube, den kennt aber keiner. Ja, das ist der Plot-Twist der Geschichte. Naja. Also ich glaube, man kennt noch nicht einmal seinen Namen. Der Typ heißt der uralte Minister. Hier, momentan. Aber ach, mit dem hat es was... Mit dem hat es noch was ganz Spezielles auf sich. Mark mag diese Überraschung sehr, denn es hat ihm etwas beschert, was er sehr gerne handhabt. Oder ab und zu ganz gerne handhabt. Und das, ja, du bist ein Pokémon-Experte. Rayquaza. Ja. Das kenne sogar ich. Damals noch ziemlich aktuell als legendäres Pokémon. Ja, haben sie deshalb ja auch eingebaut wahrscheinlich. Und jetzt kommt die Überraschung des Jahres. Das ist der abgestürzte Arwing. Mhm. Stimmt. Da quasi will ihn fressen. Jetzt ich Fox so im Spiel. Obwohl, Fox bewegt sich so im Spiel. Ja. Willst du mit ihm spielen? Dann wirst du mal sehen, wie der im Brawl drauf ist. Das ist mal eine komplett andere Liga. Ich konnte mit Fox selbst sowieso nie wirklich spielen, aber ich kann es ausprobieren. Oh, Entschuldige. ich kann Fox ein bisschen hier im Brawl, also... Ich weiß vor allem auch, wie Rayquaza agiert, also... Vorsicht, Ball! Vorsicht, jetzt kommt er! Oh, ja, jetzt kommt aus der Erde, Achtung! Ah. Achtung, Donnersturm! Was ich? Es ist jetzt sowieso gut, dass ich mal drauf gegangen bin. Hier ist nicht so schlimm. Okay, alleine wird schwierig. Mir fällt jetzt erst auf, wie schnell sich die Wolken im Hintergrund bewegen. Ja, am See ist ja immer der Sturm. Ah ja. Das, du erinnerst dich vielleicht an den, das ist eher ein Pokémon-See. Mhm. Ich weiß noch nicht, wie er heißt, aber jetzt siehst du mal, wie schwer Rayquaza ist. Man muss dir vielleicht noch zugute halten, dass keine Ahnung von dem Moveset, was der kann. Oder S. Wichtig ist halt immer versuchen, in Bewegung zu bleiben. Du musst halt relativ schnell versuchen zu lernen, was er kann. Oder was es kann. Am besten ist, glaube ich, hinter ihm zu bleiben und dann einfach nur auf diese Wirbelattacke aufzupassen. Oh, Entschuldigung, das kann ich nicht. Nein, das war glaube ich, gar nicht so schlimm, weil man... Ja, wir sehen eh schon wieder raus. Also jetzt siehst du mal, was passiert, wenn wir auf Bossgegner treffen. Das ist gar nicht mal so geil. Okay. Also, Strategie hinter Rayquaza stellen und nur der Drehattacke ausweichen ist gut? Ja, kommt drauf an, was ich mache. Moment, ich bin ja auch dämlich. Im Übrigen, die Gegner sind auf den Rand begrenzt. Nur mal so zur Info. Also, das heißt, wenn du out of bounds gehst, oder außerhalb der...
habe mich zwar eigentlich geguckt, aber ja. Ah, das hat mich von da aus auch gehört. Du kannst natürlich auch die Taktik fahren, die ich fahre, und einfach nur Fernangriffe setzen. Das kannst du machen, ist aber nicht so effektiv. Dauert halt dementsprechend lang. Ich verstehe immer noch nicht, wie er mich da treffen kann. Weil wenn du dich duckst, müsstest du normalerweise sicher sein. Ja, es kommt auch auf die Größe des Charakters an. Ja, aber mit Fox und mit Diddy geht's beide. Okay. Also eigentlich sollte das gehen. Das verstehe ich nicht, wieso er das dann kann. Was ich nicht verstehe, wie kommt nochmal. Ach so. Ja, verstehe ich nicht. Bringt sich was drauf zu hämmern? Für gebrochene Schiene? Keine Ahnung. Achtung. Okay. Du bist 1000 Jahre lang in der Luft gewesen und dann ist gestorben. Da gab's da noch irgendwas, was wichtig war. Achtung, oh. Die Attacke ist ab. Die ist aber, die haut mich nicht raus. Ah, diesmal könnten wir schaffen. Vorsicht, jetzt kommt er dreimal aus dem Boden. Immer hin und her rennen, dann kann er dich nicht treffen. Immer hin und her rennen. Das ist das Wichtige bei dem Boss. Ah ja. Ich weiß nicht wieso, aber normalerweise, wenn du dich duckst, warst das. Ich kann euch nicht sagen, was da los ist. Also, es hat bisher immer funktioniert. Das wollte ich wissen, ob das geht. Aber ja, es geht. Achtung, jetzt muss man wieder einfach nicht versuchen zu schielen. Das ist das Dümmste, was du machen kannst. Ja, aber wenigstens haut er mich so nicht aus. Achtung, okay, na, das war Fakum. Okay. Vorsicht. Ja, das ist halt so richtig kacke, wenn das passiert. Ja! Okay, jetzt dürfte er sauer sein. Sonst habe ich es auch mit Ducken probiert, aber bei mir klappt es auch nicht. Das Problem ist, dass sich die Charaktere auch so saulange nicht erholen von irgendwelchen Angriffen. Ja, das war eh wieder klar. Also Leute, das wird noch heftig werden. Ja. Jetzt weißt du, wo meine Skills herkommen. Da ist aber Ultimate ein Witz dagegen. Naja, es kommt auch darauf an, in Ultimate gibt es ja keinen Story-Modus. Da geht es wirklich darum, komplett durchzuspielen. Und das ist mehr so, die Gegner kennen, die Umwelt kennen. Naja, das ist genauso eine Kunst. Aber wenn er diesen komischen Ball macht, der... Es ist, wenn es mich raus. Achtung! Ja, den kann ich nämlich abwehren. Achtung, jetzt kommt er wieder in die Erde rein. Der hat im Übrigen eine
Endbegrenzung. Das heißt, der kann nicht ewig. Oder der kann nicht ultra weit raus. Ja? Versuche ihm davon zu laufen. Eignet sich besser, glaube es mir. Achtung! Dagegen habe ich ein Mittel. Jetzt lauf davon. Einfach von links nach rechts. So, jetzt kommt er dreimal. Oder nicht? Er wird dich nochmal treffen. Jetzt weißt du auch, warum ich so selten schilde. Ja, vor allem bei diesen heftigen Angriffen. Beim Schneefest halt heftig. Ich glaube. Oh, das war aber genau im richtigen Moment. Okay. Wir haben ihn gleich. Vorsicht! Jetzt werde ich nur mehr umgeschoben. Das war's. Ich hab's gewusst, Alter. Er schiebt den Pilz so lange auf, bis ich reinkomme. Aber wir haben ihn. Sehr schön. Jetzt weißt du mal, was man bei Brawl alles mitmacht. Ich hab das schon mal allein auf sehr schwer probiert. Wie er noch so tippt, so, da bitte die Richtung. Und er zieht ihn einfach nach. Warte, jetzt kommt noch ein Level. Du musst mir helfen, ich brauche Hilfe. Nein, ich ignoriere dich. Aber ich brauche wirklich Hilfe, du verstehst es nicht. Ich ignoriere dich weiter. Okay, gut, dann nehme ich dich einfach mit. Ich ignoriere dich immer noch, aber ich lasse mich einfach mitleiden. Willst du mal Fox probieren? Also ja, ja, warum okay. Nicht? Er ist hier, warte kurz, ich nehme nur einen Schluck. Ich brauche eine Weile zum Laden, also die Wii U ist nicht die schnellste Kontrolle. Achtung, das ist jetzt, ich erkläre kurz das Level. Ja. Das baut auf das Spiegelprinzip auf, es gibt eine obere und eine untere Welt. Also, was auf der, also es schaut beides ungefähr identisch aus, aber es sind ein paar kleine Unterschiede, also wo beim einen eine Blockade ist, ist beim anderen meistens ein Weg. Mhm. Keine Sorge, du kommst schon noch drauf. Vergiss es, die beste Schule ist und bleibt die Praxis. Na, ich habe mir den Subspace in der Serie ja schon mal ganz angeguckt. Zweimal, glaube ich, sogar. Also, ich kenne mich jetzt nicht mit den Details der Welten aus, aber zum Beispiel das mit dieser Ober- und Unterwelt und also Spiegelwelten, das sagt mir noch was. Ja, weil du warst damals, wie ich mit Sorge das gespielt habe, bei ihm zu Hause warst du nämlich anwesend. Ganz kurz, da waren wir gerade bei dem Level, da haben wir danach Mario Party aufgenommen. Ja, stimmt, das kann. Da kannst du recht haben. Aber die Steuerung ist schon komplett anders, also in Ultimate ist sie halt etwas feiner. Achtung, die schnell nach unten. Achtung, wir müssen sowieso nach unten. Einfach auf die Koopa pfeifen, das ist egal. Die roten sind nämlich ein bisschen arschiger. Du kannst im Übrigen diese komische Sonne da auch verstärken. Du musst sie nur ein paar Mal verprügeln. Ah ja, stimmt. Dann hat sie so komische Stromschläge. Mhm. Und die sind auch ganz wichtig, also. Ja, du hast es erkannt, was zu tun ist. Sehr gut. Wie gesagt, das nächste Highlight, was wir finden, kriegst entweder du oder je nachdem, wer schon tot ist. Lass mich mal ein bisschen vor, okay? Ich habe ja jetzt weniger Schaden. Eigentlich ist es da ratsamer, einfach durchzu. Ist da links auch etwas? Oder andere? Ah, warte. Ja. Deshalb sage ich dir nicht so vorschnell. Es hat einen Grund, warum ich dich zurückpfeife. Glaub es mir. Ah, danke. Okay. Du nimmst nämlich nur unnötig viel Schaden.
Durch deine Art und Weise, wie du das spielst, leider. Das ist halt das Problem. Das tut dir einfach zu helfen. Naja, das Problem ist halt, du kennst die, ich sag mal so die typische. Lass den nie auf den Boden kommen. Und wenn, dann greif ihn nur von hinten an. Ja, ich kenne die Gegner halt, das ist halt mein Vorteil. Ja, und ich möchte sie kennenlernen. Deswegen stelle ich mich ihnen. Ja, aber ich kann dir sagen, was nützlich ist oder so. Aber du musst halt wirklich probieren, darauf zu hören. Genau. Ah, da war eine Maxi-Tomate. Egal, du warst die voll geheilt und so dringend habe ich es jetzt auch nicht gehabt. Achtung! Ich nehme das so auf. Da kommt das aus dem Boden, gell? Diese komische Knutschpflanze. Ja. Wenn die dich erwischt, die saugt ihr Leben ab und heilt sich dadurch. Hm? Okay. Da oben darfst du nicht reingehen. Okay. Am Anfang. Ich sag doch gleich wieso. Geh's mal kurz. Okay. Das sind im Übrigen alles Aufkleber, ich glaube aber, das habe ich dir schon mal erzählt. Mhm. Okay, hier ist scheinbar nichts. Wenn jetzt da oben, wenn du jetzt... Ja, Fox ist gleich der zweitschnellste Läufer. Ne, drittschnellste. Mhm. Weil Sheik ist eine Spur schneller. Und Sonic müsste der schnellste sein. Ja, aber da kommt das... Sonic kommt überhaupt erst im großen Finale. Ja, aber der macht einen sehr wichtigen Job. Warte. Ist gerade Sonic derjenige, ist das verspätet. So, den aktivieren. Jetzt checkt man vielleicht nicht ganz, was passiert ist. Hier ist ein Spalt. Und es ändert sich aber in beiden Welten was. Also sowohl oben als auch unten. Oder halt parallel im Spiegel. Mhm. So, was du dort verbrochen hast. Du kannst auch den Knopf drücken. Hab ich so getan? Weiß ich nicht. Ja, ja, hast du. Diese komischen Pflanzen kannst du ignorieren. Mann. Jetzt siehst du mal, was die für einen Schaden machen, deshalb sage ich Vorsicht. Mhm. Du hättest vermutlich versucht, da direkt wieder drauf zu rennen. So, normalerweise wäre hier Feuer. Ich würde deinen Dash-Deck treffen, oder? Normalerweise wäre hier Feuer, aber. Perfekt gemacht. Ah, okay, nein, kommt nicht. Es kann auch sein, wenn du zu lange brauchst, dass da ein zweiter runterkommt. Mhm. Das kommt arm schwierig jetzt. Oh, nö. Du kannst mit unten B, also Down Special, Geschosse umlenken. Ja, mit dem Schein. Ja. Shield Spark hast du es, glaube ich, direkt. Im Übrigen, die Charaktere können nicht ewig schwimmen. Okay. Ja gut, das können sie halt damit auch nicht. Hier kommt irgendwo eine... eine mittlere Tür. Eine Zwischentür halt, da kann man sich gleich heilen und... Keine Ahnung, was man da sonst noch bekommt. So, nicht... Mach das... Mach das nicht. Weil man muss, je nachdem wie stark man dazu schlägt, umso weiter kann... Ist da nicht noch etwas? Ja. Wenn man die restlichen Steinsplitter. Da. Passiert nichts. Ah, okay. Hätte ein Secret sein können. Nein, du musst mir da leider vertrauen, weil ich kenne mich im Brawl aus. Also, das kenne ich schon. Achtung, jetzt kommen irgendwann Kugelwillis, genau. Ja, die kann ich nicht. Du kannst nämlich umlenken. Ich würde auch dir raten, ein. Oh! Wow! Er hat mich sogar noch einmal springen lassen und dann bin ich erst gestorben. Wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Ah. Es muss nämlich nicht immer zwangsweise sein, dass du alle Gegner besiegen musst. Alter!
Ich hab sogar was erwischt. Oh ja? Na, aber Bruder! Oh. Das war nicht die beste Idee, lieber Freund. Mich da rein zu prügeln. Ah, aber ich erinnere mich, da kam jetzt, glaube ich, noch ein ganz böser Endkampf. Das mit drei Quasar war noch nicht böse genug. Oh. Das hier. Und Achtung, der kann's wirklich. Also. Ich meine, zu zweit ist er gut möglich, aber trotzdem. Vorsicht. Der kann nämlich auch ein paar andere Attacken als in Ultimate. Also. Mir muss jetzt bewusst sein, dass die Charaktere vor allem auch viel schneller schieben können normal. Und ich garantiere dir, er wird vor 200 nicht rausgehen. Ja, da machen wir eh schon gute Arbeit. Ja, der wird aber potenziell stärker, je schneller, also je weiter das er oben ist. Ich meine, wir haben sowieso unsere zwei Leben wieder. Na los. Das einzige, was ich glaube ich sehr selten macht, ist wie die Stampfattacke. Oh, du hast Metal. Das ist gut. Also kann er dich nämlich kaum graben. Oder halt, er versucht es eher in der Luft. Also komm wieder auf den Boden, weil wenn du durch die Plattformen blöderweise durchfällst, dann war's das. Es gab sogar schon mal einen Kampf, da hat es bis 430 überlebt. Achtung, nicht bis probieren. 430. Ja, der schafft das. Der kann das wirklich überleben, zeitweise. Und er kämpft auch, ja, ich meine, gegen zwei Gegner ist es halt ein bisschen schwieriger als gegen einen. Ich spiele mit diesem Bowser wie mit einem Fußball. Sehr gut. Ha! Ich hätte nicht geglaubt, dass er dort getroffen wird, aber wir haben saugut gekämpft. Ja. Ich meine, gegen zwei ist es halt auch ein bisschen, also mit zwei ist es halt wirklich viel einfacher, deshalb habe ich mir da einen guten Kollegen gesucht, der sich im Smash Bros. Universum bestens auskennt. Na, für das Kompliment danke ich dir. Frechheit! Wer war das? Hey. Das ist original. Jetzt ist es umgekehrt. Hopp! Das hätte ich mich nie getraut. Gut. Das war's naja, mal wieder. Es gibt doch keinen Falscher. Na, das nicht. Aber Leute, das war's mal wieder. Habe die Erde, bis zum nächsten Mal.